Yo, Lukas, du wirst mich niemals finden. Ich habe ein OP-Versteck. Hä, das war Marvin, der hat eine Durchsage gemacht. Guckt euch das hier mal an, die Tür, die ist bestimmt sogar abgeschlossen. Das ist hier eine geheime PlayStation und Nintendo Switch. Oh mein Gott. Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Und ihr seht schon, wir sind heute einfach mal ultra viele Leute nachts im Mediamarkt in Ludwigshafen. Ihr seht es mal hier eingeblendet. Und zwar machen heute das heftigste Heidezieg aller Zeiten, Leute. Wir haben auf jeden Fall einmal dabei. Digga, ey, Alter. Ja. Einmal hier den Burger Pommes, Bruder. Was geht? Was geht, Leute? Schreibt mal in die Kommentare, ob ich Lukas das Wasser über den Kopf kippen soll. Jetzt ey, in die Kommentare. Alter, hör mal auf, ey. Leute, dann haben wir zwei richtig krasse Special Guests heute. Das sind einmal die Kinder vom Mediamarkt-Chef hier in Ludwigshafen. Also Ehre, dass ihr auch heute dabei seid. Wie heißt ihr einmal? Marlina. Und? Marvin. Oha, zwei Marvins hier, Leute. Richtig krass. Dann haben wir einmal... Moin! Ey, Alter! Geh mal weg hier mit Wasser. Ey, dich werde ich als erstes dafür finden. Okay, dann haben wir einmal den Paul Berger. Was geht? Was geht ab, Leute? Und Fabian! Moin, der keinen Spitznamen hat. Moin, was geht? Fabi, der Allerechte. Ich würde sagen, ihr habt gleich 2 Minuten Zeit, euch zu verstecken. Und dann werde ich auf jeden Fall loslaufen und euch versuchen zu finden. Ich würde sagen, seid ihr bereit? Ja! 3, 2, 1, let's go! Okay, Leute, ich setze mich jetzt auf jeden Fall hier einfach an den Anfang. So, Leute, während sich alle anderen hier schön abrennen, guck mal, die rennen dahin, der rennt dahin, habe ich mir mal wieder eine richtige OP-Taktik überlegt, Leute. Ihr kennt mich doch. Hide-and-Seek-Boss iCrimex ist natürlich wieder am Start, Leute. So, Leute, ich gehe jetzt erstmal lieber mal in mein Versteck. Ich bin Pablo. Okay, komm, komm, komm. Und Leute, ich werde jetzt auf jeden Fall die Augen zumachen. Ich werde heute, ich muss hier mal nur kurz mich ein bisschen verstecken, ich werde heute nämlich wieder cheaten, Leute. Und zwar werde ich jetzt gleich, wenn es losgeht, zu dem Chef hier gehen, Leute, von dem Laden und werde mich von dem Chef hier in so geheime Lagerräume begleiten lassen, Leute. Wo man, Paul Berger! Wo man eigentlich gar nicht hinkommen kann. Also Lukas wird die nie finden, weil er wahrscheinlich abgeschlossen ist oder sowas, Leute. Also easy win heute, 10.000 Euro hole ich mir. Ich gehe jetzt hier so lang. Und ich werde dich 10.000 Euro holen! Okay. Ich glaube, ich habe ein ziemliches Versteck. Wenn ich ehrlich bin. Komm, also ich würde sagen, wir gehen in die Kühlschranke. Das geht schneller. Also Leute, ganz wichtig. Wir sind hier im Mediamarkt in Ludwigshafen. Ihr seht mal ein Bild eingeblendet, was wir auch auf deren Instagram gepostet haben. Liked das auf jeden Fall auch mal alle auf Ehre und kommt hier vorbei. Ich habe eine übelst krasse OP-Taktik, ja. Ey, soll ich mal mein Versteck verraten? Wo denn? Oder? Da ganz hinten ist die blaue Tür. Ich meine die rote. Ja. Da gehe ich gleich durch und dann bin ich weg. Okay, das ist eine gute Taktik, ja? Ja, wer weiß. Ey, wenn ich gewinne, ich gebe dir die Hälfte ab. Versprochen. Kein Ding. Gehen wir hinter dir. Da ist nämlich eine Lücke. Ja. Wir sehen uns dann wieder, wenn irgendwas Interessantes passiert. Und jetzt schaltest du, Katha, zu Melina oder Elina. Ich habe keine Ahnung. Ja, ja, ja. Da habe ich nämlich vorhin auch schon reingeguckt. Okay, let's go. Ich mache jetzt nochmal die Augen zu, damit ich hier nichts sehe und nicht gespoilert bin, Leute. Marvin denkt, wenn er sich da in den Lagerräumen versteckt, kann er gewinnen. Ist natürlich eine ähnliche Taktik, aber wir lassen uns in Räume reinbringen, wo man einfach gar nicht reinkommt, Leute. So irgendwie Maschinenraum, Technikraum, Securityraum, irgendwie sowas, Leute. Ich gehe jetzt erstmal hier durch und suche mir jetzt erstmal ein Versteck. Was macht ihr hier? Wenn ich mir so überlege, irgendwie will ich da hochkommen und dann einfach dort stehen bleiben. Findet mich niemand. Ey, Leute, ich bin echt sehr gespannt, wer gewinnen wird. Ich habe echt keine Ahnung. Okay, Leute, da vorne sitzt gerade Lukas. Der hat da die Augen zu und wartet. Ich gehe jetzt mal zu dem Chef hier rein. Ey, du bist doch hier der Chef, ne? Ey, jetzt erstmal mit so einem E-Roller. Hoffentlich gehen die. Nein, die sind angekettet. Och, Mann. Ich habe Angst, dass sie gefunden werden halt. Ja, da ist halt eine Lücke. Ey, tut mir leid. Tschüss. So, Leute, ich glaube noch so ein paar Sekunden. Wen denkst du, findest du als erstes?
Boah, ich denke, als allererstes, schwer zu sagen. Ich glaube, die beiden Kinder hier vom Chef, die sind hier so oft, die haben safe ein richtig krasses OP-Versteck, wo ich vielleicht echt nicht finden werde. Ich bin mal gespannt. Aber ich weiß auch, Marvin und Max, die haben auch manchmal echt krasse Verstecke. Leons Team Fabian natürlich auch. Mal gucken. Okay, ich brauche jetzt mal deine Hilfe. Es geht um 10.000 Euro. Und zwar, du musst mich einmal in so richtig geheime Orte hier bringen. Ja, klar. Irgendwo, wo man gar nicht hinkommt. So abgeschlossen, Security-Raum, Lagerraum, irgendwie sowas. Komm mit. Oh mein Gott, Leute. Guckt euch das hier mal an, wir sind hier hinter den Kassen schon. Also allein das ist hier eigentlich schon ein Raum, wo man nicht rein darf. Und jetzt geht's hier nochmal weiter. Okay, warte, jetzt sind wir wieder auf der Verkaufsfläche. Ich dachte schon. Boah, ich glaube, die sind alle zu. Zu, das ist auch zu, oder? Ah nein, das ist fest. Och, Mann, oh. Ich geh einfach mal hier ran. So. Oh mein Gott. Hey Leute, mich sieht man zwar nicht. Ich hab so ein bisschen Licht. Die Lampe sieht irgendwie richtig krass aus. Ich weiß auch nicht warum. Leute, ganz wichtig. Lasst mal unbedingt nochmal ein Abo auf meinem Kanal da, Leute, weil ich will noch vor Jahresende die 1,9 Millionen Abonnenten knacken. Wir sind ganz kurz davor. Also alle nochmal ein Abo da lassen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Auf Ehre. Ich bin echt gespannt, wo wir jetzt hier hingebracht werden, Leute. Das muss hier irgendwas sein, wo sonst niemand hinkommt. Alter, was ist denn hier alles an Konsolen? Boah, hier kann man zocken. Ich glaube, ich zocke erstmal eine Runde. Ich hab richtig Bock hier. Ey, ich hab mich so gut versteckt. Ich hab hier ein random Kabel. Und ich weiß nicht, wofür es da ist. Wir sind jetzt hier hinten drin. Hinter den Kühlschränken einfach mal. Mega krass. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal los und suchen schon mal hier. Hier sind auf jeden Fall noch mal ein paar Mitarbeiter und so. Die natürlich hier aufpassen. Okay, Leute, hier ist schon mal, glaube ich, keiner. Hier sind noch so kleine einzelne Büros hier von Mediamarkt-Mitarbeitern. Und. Ich hab jetzt schon was. Zack! Nee. Der Keller? Oha, Leute, wir werden in den Keller gebracht. Ich wusste nicht mal, dass hier in Mediamarkt einen Keller gibt. Oh, die Zeit ist um. Ich kann da nicht mehr spielen. So. Ich setze jetzt erstmal ein bisschen runter. Ich laufe hier ein bisschen rum. Moin, moin! Moin! Was geht? Klatsch einfach, Pommes, Bruder. Hab dich vermisst. Ich hab dich auch vermisst. Kuss Diggi, Leute. Ey, Leute, und ganz wichtig, ihr seht auch mal den neuen Merch eingeblendet. Der kommt am 28.12. um 14 Uhr raus. Der Silvester-Merch, Leute, mit einem ultrakranken Jahreskalender und hat eine Autogrammkarte. Gönnt ihn euch auf jeden Fall auch gerne. Der ist streng limitiert auf 1000 Stück. Die letzten Merches waren unter 3 Stunden ausverkauft. Das heißt, schlagt auf jeden Fall dann zu. Oha. Oha, Leute. Guckt euch das hier mal an, die Tür. Die ist bestimmt sogar abgeschlossen. Hier ist Leontin. Spaß, ey. Der Mediamarkt ist riesig hier. Deswegen, also wenn Mediamarkt, auf jeden Fall hier alles. In Ludwigshafen findet ihr alles. Boah, ey Leute, schaut euch mal die ganzen Produkte hier an. Bro, das ist einfach von so einem anderen Video hier gewesen. Also checkt natürlich auch die anderen beiden Videos ab von den beiden Teilnehmern. Ich würde sagen, dann gehen wir wieder hier raus. Oh, hier sind Donuts, Digga. Lecker. Alter, Leute, guck mal, wir haben die jetzt hier extra aufgeschlossen. Ey, Lukas wird hier niemals durchkommen. Wir machen das jetzt hier mal wieder zu. So, eigentlich habe ich jetzt schon gewonnen. Aber wir gucken mal, wo es noch hingeht. Ey, was ich jetzt mache? Ich bin jetzt weg. Ciao. Geh mir nicht hinterher, okay? Und schwör auch Burger Pommes, dass du Lukas niemals sagst, wo ich hingehe. Ja. Schwörst du? Ja. Wirklich? Aber darf ich wenigstens sehen, wo du hingehst? Ja, kannst du. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Bruder, wir dürfen nicht gefunden werden, ist halt das Problem. Es geht heute um 10.000 Euro. Okay, ich würde sagen, ey, ich werde jetzt mal eine andere Taktik machen. Ich kann mir vorstellen, dass die kleinen Paul Berger und Burger Pommes Mitglieder vielleicht ganz hinten sind, weil die denken, so, da gehe ich als allerletztes hin. Deswegen überspringen jetzt hier den größten Teil vom Markt. Ich gehe einfach ganz schnell in die Gaming-Abteilung. Let's go. Okay, Leute. Okay, dann ist hier nochmal eine zweite Tür. Also doppelt gesichert. Alter. Hey, was machst du hier? Ich will auch nur sehen, wo du dich versteckst. Ja, hier, jetzt geh ich. Hau jetzt ab, Leonti. Los, raus mit dir, wo dein Sieg. Leute, wir sind jetzt hier in der Gaming-Abteilung. Ihr seht es auf jeden Fall. Hier so Nintendo Switches, PS5. Ich glaube, die sind da hinten. Oha! Moment mal, was haben wir denn hier? Ich wusste gar nicht, dass ihr hier einen Bunker unter dem Mediamarkt habt. Sehr ehrlich, ihr habt hier GTA 6 gelagert, jetzt schon. Ja, hier, jetzt geh ich. Hau jetzt ab, Leontin. Los, raus mit dir, vor der Missis. Alter.
erstmal. Nee, geh ganz weg. Ich esse jetzt erstmal die Schokolade von den Leuten. Ich will auch Schokolade. Hashtag Burger Pommes in die Kommentare. Alter, was ist das denn? Digga, der Booster-Streckenpass ist ja richtig geil von Mario Kart. Alter, guck mal, hier ist eine Nintendo Switch, hier können wir kurz zocken. Ey, lol, Mario Kart. Ey, aber der ist 12, der hier gerade. Hier, der das gespielt hat davor. Ist ja richtig schwach, ey. Ey, Leute, ich sehe hier gar nicht mehr durch. Wir sind irgendwie erst Treppen runter, jetzt gehen wir Treppen hoch. Ich check hier gar nichts mehr. Der ist von Thorsten. Thorsten, die 24 esse ich jetzt. Ich hab keine Schokolade. Versuche ich euch jetzt auf meiner Stirn zu balancieren. Alter, das kann man ja sogar hier öffnen. Das ist ja auch ein krasses Versteck. Oh, oh, ich war's nicht, Leute, ich war's nicht. Oha, hier vielleicht zwischen den Mario-Schildern. Hm, nee. Ich glaube, wir müssen langsam unsere Taktik mal ein bisschen überdenken. Wo könnte man sich hier verstecken? Und jetzt hier nochmal eine abgeschlossene Tür. Tja, Stück für Stück. Ey. Jetzt geht's in die Tiefe. Oha. Von Ute esse ich Ihnen jetzt auch noch die 24. Ja, jetzt geh mal fest und ziehen. Lecker. Dann komm jetzt hier. Ich glaube, ich habe eine richtig krasse Idee. Leute, ihr seht hier ganz viele Kühlschränke. Also wirklich ganz, ganz viele Kühlschränke. Vielleicht versteckt sich irgendwo in einem Kühlschrank jemand. Weil die sind ja nicht angeschlossen. Okay. Ich glaube, er kommt. Er kommt, ja. Alter. Yo, guck mal, hier ist allein so ein riesiger Fahrstuhl. Und das ist jetzt hier das Lager. Das ist das zweite Lager. Das zweite Lager, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist nicht deine. Hier. Und jetzt geh. Komm schnell. Oh Mann, ey. Ich habe mich hier richtig versteckt. Ihr werdet mich niemals finden. Bei den Handys verstecken. In Reichweite von den Handys. Falls ihr es nicht wisst, in jedem Mediamarkt kann man das Handy einschalten. Und dann kann man nur zocken. Leute, wir sind jetzt hinter den Kühlschränken. Wir haben uns hier. Ich öffne mal so die allergrößten Kühlschränke. Vielleicht der hier. Oh. Oh mein Gott, no way! Ey, ihr dürft das niemals in die Kommentare schreiben, dass ich hier von den Mitarbeitern die ganze Schokolade gegessen habe. Ey, Leute, das Ding ist, ich habe gesehen, dass dieser Kühlschrank schräg stand und nur deswegen bin ich nach hinten gegangen. Ich glaube, wenn der gerade gestanden hätte, ich hätte euch nicht gefunden. Aber fürs Video, damit es spannend ist und so, gehe ich jetzt wieder ein bisschen da hinten zur Verkaufsfläche und gucke hier ein bisschen, ne? Also, ich hätte das jetzt eigentlich gewonnen. Dafür müsst ihr mich jetzt alle mal abonnieren, weil als ob ihr das hier finden würde. Alter, ey, aber stark, stark. Ich hätte sogar eher gedacht, dass man sich in einem Kühlschrank versteckt, weil die sind ja nicht angeschlossen, die sind ja nicht kalt. Aber stark, stark auf jeden Fall. Okay, Leute, die ersten habe ich schon mal. Ich glaube, die ersten hat er. Da ist Lukas. Ey, Leute, wie weit das da hinten noch geht. Also, selbst wenn Lukas hier hinkommen würde, was er eigentlich gar nicht kann, weil er hat den Schlüssel nicht, dann schaut euch mal bitte hier diese Fläche an. Der wird mich hier niemals finden. Geht gar nicht. Okay, ich werde mal hier abwarten, ja? Dankeschön. Gut, Leute, also an sich habe ich jetzt hier ein bisschen Zeit, ne? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier noch groß machen soll. Ich habe eine Idee. Richtig gute Idee. Oha! Oh! Da war ein Glockenschlag. Mein Gott, er war da. Ich habe ihn gehört. Aber Leute, wir haben jetzt hier eh noch ein bisschen Zeit. Und ich habe mir hier gerade sagen lassen von dem Chef, dass es hier eine geheime PlayStation und Nintendo Switch Etage im Lager noch gibt. Hey Leontin, komm mal her, ich habe eine Idee. Wir machen mal eine Kundendurchsage. Was? Können wir pranken die? Ja, ja, komm. Komm her. Bro, was ist das? Da müssen wir gleich mal schnell hin. Hä, warte mal kurz. Woher kommt das? Aber Leute, was natürlich auch voll die krasse OP-Taktik ist, selbst wenn Lukas hier ins Lager kommen würde, dann kann ich ja immer noch hier mit dem Fahrstuhl zwischen den verschiedenen Lagern hin und her wechseln. Oh mein Gott! Let's go! Oh mein Gott! Sammelruf. Sag mal was. Hallo! Woher kommt die Musik, Digga? Hat hier jemand so seine Box verbunden? Guck mal hier, Nintendo Switch, PlayStation 5, alles hier am Start, Freunde. E-Scooter.
Das ist ja hier echt ein Paradies, ne? Das ist hier echt ein Paradies. Also hier lässt sich auf jeden Fall aushalten, was da bei Lukas abgeht. Also ich glaube, Freunde, wir müssen jetzt hier einfach warten, weil finden kann er mich sowieso nicht. Vielleicht in der Waschmaschine Leon ziehen, hallo? Nee. Ich glaube, da passt er nicht rein, oder was meinst du? Nee. Nee, ne? Vielleicht ist er in irgendeinem Backofenfach hier drin. Das sind teilweise leere Fächer hier, Leute. Müssen die mal alle abchecken. Wo ist denn der Knopf für eine Durchsage? Vielleicht da? Funktioniert nicht, man kann hier keine Durchsage machen. Geh mal weiter, hau mal jetzt ab hier. Versteck dich schnell. Versteck dich schnell. Das ist mein Versteck. So, moin, Leonzin. Nee, in der Spülmaschine ist er auch nicht, Mann. Und? Ey, in der Kühltruhe wäre auch richtig krass gewesen. Also no joke, die ist auch nicht kalt, die ist auch nicht angeschlossen. Leute, das ist der größte Mediamarkt, wo ich jemals war. Deswegen, hier gibt es die krassesten Verstecke überhaupt. Da hinten sind die. Alter, jetzt aber ganz schnell wieder hinten in die Ecke. Okay, dann vielleicht hier die Tür. Das ist keine. Ah, das ist eine Chip-Tür. Da kommen wir also nicht rein. Da hinten sind die. Nein. Mann, oh. Okay, ich würde sagen. Ah, Marvin. Da ist er bestimmt. Ja, nee, okay. Das hätte ich auf jeden Fall. Das hätte ich auf jeden Fall gesehen. Nee, da ist Marvin nicht. Hier könnte es auch Marvin sein. Zack. Vielleicht hier, Leute. Nee, da passt man auch nicht rein. Okay, wir haben hier auf jeden Fall eine Tür, da steht kein Zutritt. Also gehen wir rein, würde ich sagen. Nee, abgeschlossen. Ey, Leute, ich warte jetzt hier schon seit 20 Minuten. Also ich muss ehrlich sagen, ich werde das Ding wahrscheinlich gewinnen, aber ist natürlich jetzt hier gerade für mich gar nicht so spannend. Aber egal, Leute, für 10.000 Euro kann man auch mal 20 Minuten warten. Guck mal, hier hinten haben wir noch Lager, alles. Wir können uns ja mal hier noch kurz einmal ein bisschen umgucken. Okay, Leute, da hinten war auf jeden Fall auch niemand. Ich würde sagen, wir gucken mal ganz hinten vielleicht. Da ist doch so eine extra Tür, ne? Ja. Ja, Leute, und zwar hier diese rote Tür hinten. Wir werden es auf jeden Fall mal testen, Leute. Was glaubt ihr, kommt man da rein? Ja, kommt man? Oh, okay. Das könnte auf jeden Fall krass sein. So, Leute, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal. Okay. Okay. Boah, ich frage mich wirklich, wo jetzt hier die Leute sind. Hier ein Bügeleisen für Mama können wir hier noch mitnehmen. So, ne? Aber ansonsten, guck mal, hier ein Gamingstuhl. Boah, ich mach's mir jetzt hier mal bequem. Kann man hier reingehen, wisst ihr das? Ja, ja. Kann man? Oh, Gabelstaplerbereich. Lol, wo sind wir hier denn? Ey, Alter, wir sind hier in einem Mediamarktlager. Einfach in so einem geheimen Lager. Bis der Lukas mich jetzt endlich mal findet. So, Leute, ihr habt es ja gesehen. 10-mal Treppen hoch, 10-mal Treppen runter, Fahrstuhl, alles. Das geht gar nicht, das ist unmöglich. Wir haben einfach ein 10.000 IQ-Versteck gefunden. Alter, aber eigentlich haben wir ja gesagt, nur im Markt, Leute. Also ich weiß nicht, ob hier noch jemand ist. Jo, Lukas, du wirst mich niemals finden. Ich habe ein OP-Versteck. Hä, das war Marvin, der hat eine Durchsage gemacht. Okay. Leute, habt ihr das gerade gehört? Marvin hat sich irgendwie hier ein Mikrofon geschnappt oder sowas und den hört man hier im ganzen Markt reden. Aber das heißt, oder das zeigt mir, dass er Marvin auch noch nicht gefunden hat. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall noch ein bisschen länger durchhalten. Ich darf jetzt noch nicht raus, weil wir haben noch nicht gewonnen. Okay, perfekt, dankeschön. Jo. So, Leute, jetzt muss ich aber ganz schnell wieder weg. Ganz schnell. Ey, das war eine Durchsage. Der wird mich niemals finden. Ey, warte. Oh, ich hab da hinten, glaube ich, auch was gesehen. Lass erstmal da links gucken. Digga, Marvin macht eiskalt eine Durchsage. Okay. Ich guck mal, ob ich eine Durchsage machen kann. Okay, Leute, ich hab da irgendwo kurz eine Bewegung gesehen. Vielleicht hier irgendwo. Hä? Das ist ein Geräusch. Ja. LOL! Nein. Digga, Leonzin, was machst du denn da? Ey, soll ich dir mal zeigen, was ich gemacht habe die ganze Zeit? Was hast du gemacht? Ey, kannst du mich bitte befreien? Ja, wie bist du überhaupt reingekommen? Alter, Digga, wo warst du denn, Leonzin? Ey, ich bin hier die ganze Zeit rumgelaufen, hab Marvin gesehen, ich wollte mit ihm Durchsage machen. Weißt du, was ich gemacht habe? Was denn? Dort waren ja so Adventskalender, gell? Ja. Du bist da durchgelaufen, gell? Ich war hinter der Tür. Hä? Und ich hab Adventskalender gegessen.
essen. Nein! Ah! Ey, Alter, als ob, Mann. Digga, okay, Leontin. Ey, aber stark, stark. Muss ich dir lassen? Hab dich nicht gesehen, auf jeden Fall. Also Leute, ich bin jetzt hier seit 30 Minuten in dem Lager. Keine Ahnung, was da draußen abgeht, aber haben die mich vergessen hier oder so? Ja, wir müssen jetzt erstmal gucken. Marvin hat ja eben eine Durchsage gemacht. Das heißt, wo kann man die machen? Bei der Kasse? Nee, auch bei der Kasse, aber auch bei der Soforthilfe. Bei der Soforthilfe? Oh, okay. Ich muss da ganz schnell hin. Vielleicht ist da Marvin noch. Hey, wo bist du, Leontin? Marvin. Wo ist Marvin? Was? Ey, Alter, du hast mich hops genommen, Junge. Dann muss Marvin von der Kasse die Durchsage gemacht haben, oder? Hey, Lukas! Ja? Lukas! Ja, was denn? Was machst du so? Ja, ich such Marvin und iCrimex und Fabian. Ey, die sind dort. Dort. Wo? Warte, ich sag dir, wo Fabian ist. Ey, du willst mich safe ablenken von denen. Ich weiß, wo Fabian ist. Ja, sag. Also, okay. Der ist dort in so einem Schrank, da war ich drin. Komm, ich zeig's dir. Ja, ich muss jetzt hier, willst mich hier ablenken von der Katze. Nein. Ich merk das doch. Komm. Ich geh da gleich hin. Komm. Ey, Leontin. Ey, du kannst mich nicht daran hindern, dass ich da jetzt hingehe. Ich merke schon. Leute, Leontin möchte nicht, dass ich da hingehe. Oh. Alles gut? Okay, Leontin, du meintest, du weißt, wo Fabian ist. Kannst du mir es zeigen? Komm, ich zeig's dir. Okay, Leute, ich cheat jetzt mit Leontin. Okay, ich zeig dir, wo Fabian ist. Hä? Bro, bei den Kühlschränken habe ich schon geguckt. Nein, das ist woanders. Woanders? Ich zeig's dir. Ey, Mann. Genau hier bei einem. Echt, da warst du? Ja, da habe ich sogar reingeguckt. Ist er nicht. Ey, Alter, willst du mich hops nehmen? Ey, Mann, Alter. Bam, bam. Kannst du mal zu den Fernsehern gehen? Nein, da ist ja nichts. Da ist niemand. Ja, da ja, du, dir kann ich sowieso nicht mehr vertrauen. Du lügst mich die ganze Zeit an. Ey, Leute, ich guck jetzt nochmal hier hinten meinen Fernsehen. Da habe ich halt noch nicht so geguckt. Aber, da ist keiner. Jetzt hör mal auf, wir machen an meinen Klamotten. Oh, Fabian. Nein, nein, ich hab dich, Fabian. Ich hab dich. Fabian, ich hab dich. Oh, ich wollte eine Durchsage machen. Schade. Ey, sag ehrlich, Fabian, wo warst du am Anfang? Anfang? Da. Alter, was? Einfach da? Digga. Und Lukas, wo willst du jetzt schauen? Ja, also jetzt, Leute, ich muss mal hier ganz kurz Marvin anrufen. Nein! Doch, hallo. Ihr findet mich niemals. Ey, Alter! Marvin, sag, wo du bist! Ey, Leute, Marvin ist wieder Game Master auf einmal geworden. Zu langsam und falsche Kasse. Zu langsam und falsche Kasse. Hä, wo ist der? Ich check's nicht. Let's go. Boah. Leute, ich muss mal, glaube ich, ganz kurz Marvin anrufen. Ey, Leute, ich glaube, Max fehlt noch. Ich mach das jetzt so, ich lasse mich jetzt finden, dafür müsst ihr jetzt alle meinen Kanal abonnieren und einen Daumen nach oben da lassen und kauft den Merch, okay? Ich lasse Max jetzt gewinnen. Ey, Alter, Marvin, Junge! Lukas, ich komm jetzt, du findest mich sonst nie, du Opa! Wow! Marvin hat gerade gesagt, dass er jetzt rauskommt aus seinem Versteck. Der denkt bestimmt, dass Lukas mich schon gefunden hat, aber dann halten wir noch ein bisschen länger durch, Leute. Schafft er ja gar nichts. Ey, Lukas, was ist los? Ha! Ich hab dich gut veräppelt, ne? Ey, Lukas, was ist los? Hä, Digga? Ha! Ich hab dich gut veräppelt, ne? Ey, Marvin, weißt du, was das Problem ist? Was denn? Du bist gar nicht der Letzte. Ja, ich weiß. Hab ich den Leuten doch schon gesagt. Hä? Ey, Lukas, ich hab mit ihm zusammengearbeitet. Wirklich? Ja. Nee, das stimmt nicht. Wir haben nicht zusammengearbeitet. Der wollte mich verpetzen. Wo ist der Fabian? Da hinten. Aber er war zu langsam. Krass, ja. Aber wo warst du eigentlich? Wo hast du die Durchsage gemacht? Oder an jedem Telefon hier. Hä, wirklich? Der lauft da hinten irgendwo hin. Ja, ich sag, bei der Kasse macht man das. Nee, komm her, ich kann's dir zeigen. Guck mal, ich stehe hier am Telefon, ich mach hier die Durchsage und seh euch da langlaufen. Ey, Junge, ey, du bist so... Ey, ich sag dir, Alter. Hallo. Warte, es geht anders. Lukas, willst du machen? Ach doch. Ja. Moin, hier ist Lukas. Abonniert alle den Kanal und kauft den Burger Pommes Merch. Ey Leute, ich muss jetzt mal Max anrufen, weil ich weiß auch nicht, Leute. Ich gehe mal kurz hier ran und rufe ihn mal an per FaceTime. Ey Leute, Lukas ruft mich hier sogar gerade an. Wir gehen mal ran.
Jo, Lukas. Moin, Max. Geh mal hier per Video dran. Ich hab mich schon gefragt, ob ihr mich vergessen habt. Ey, Leute, wir haben hier alle gefunden, aber Max, ich check's nicht, wo du bist, hast mich Digga. Nicht gefunden. Warte. Okay, Marvin hat aufgegeben. Ey, Jungs, ihr seid einfach absolute Bots. Guck mal, ich mach hier einfach die Tür. Zack. Ey, guck mal! Da bin ich doch! Hä? Digga! Willst du Shops nehmen, ey? Digga! Ich bin in geheime Lagerräume mit dem Chef reingekommen, bin mit dem Fahrstuhl durch die Gegend gefahren, war in geheimen Lagerräumen drin. Ich sag dir ehrlich, da wärst du nie hingekommen. Da hättest du Schlüssel gebraucht mit Fahrstuhl. Ey, ich hab den voll veräppelt. Ich hab die ganze Zeit Durchsagen gemacht. Ich hab mich gehört. Mit dem Telefon hier die ganze Zeit. Aber ich hab wieder gecheatet, aber. Ja, okay. Ey, musst du lassen, ist stark. Aber es geht um 10.000 Euro. Du hast die 10.000 gewonnen, Max. Herzlichen Glückwunsch. Ah, let's go. Leute, lasst auf jeden Fall alle Like da, ein kostenloses Abo. Geht hier in den Mediamarkt in Ludwigshafen. Ihr seht hier das Instagram-Bild eingeblendet. Bis dann. Ciao, ciao.